So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Uranium Edition. Wir sind hier im eiskalten Norden aktiv. Brrr, am Code. Und ja Leute, es ist eisekalt hier. Wir sind hier im eiskalten Norden und Astrena Conker will gegen uns kämpfen mit einem Raid Mirror Match. Okay, ich kämpfe gegen einen Spiegel. Brick, 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 break in dein Gesicht von Fanboy, dem Yoshi reitenden Tod des Todes. Wie ihr ihn vielleicht kennt aus den Kommentaren. Ich habe gestern so ein, was war das? Irgendwas. Oh, Revenge, wir sind tot. Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Revenge, Revenge! Ist der Kill der Kills. Wir müssen ein Pokémon einsetzen. Oh, was gut EP abstauben kann. Jack Smile macht einen Smile und der Hagesturm kommt. Puff. Dang it! Ich würde sagen, wir machen eine Wing Attack nun. Auf Wiedersehen, Barrette, du Fette! Oh, was kriegen wir jetzt? 4000 EP, heftig, scheiße! Das ist Level 44 auf jeden Fall. Bleiben drinnen! Oh, das Matchup. Ding ist zu Stahl, ne? Da kann ich auch wieder nichts gegen machen, ey. Was soll denn das? Wir switchen mal am besten. Oh, was kann gut gegen Stahl? Mimichan! Das neueste Teammitglied von Team Zero! Team Five Fighters! Oh mein Gott, Leute, ich gucke seit einem Anime, der heißt Gundam Build Fighters Try. Also, ich habe Gundam Build Fighters gesehen vor längerer Zeit und jetzt gucke ich Gundam Build Fighters Try. Das ist einfach so ein Anime, der geht um Gundams, wo sich halt eine Truppe ihre eigenen Gunplas oder Gundams halt so aufbauen. Und dann so in einem Turnier gegen mehrere Gundams spielen halt so. Und das im neuen modischen Look, das ziemlich geil aussieht. Und ja, keine Ahnung, seitdem bin ich eigentlich so richtig im Gundam-Fieber. Ich kaufe mir auch so die kleinen Mini-Gundams, baue die auf, stelle die mir auf die Borte hin und bin einfach happy darüber. Ich finde die voll cool. Keine Ahnung, das ist. Ich war schon immer so ein Mensch, der irgendwas gesammelt hat. Ganz damals, 2010, habe ich irgendwie CDs von Rappern gesammelt. Dann auf einmal waren es Animes, also Anime-DVDs und sowas. Ich sammle immer noch Animes. Wenn ein guter Anime rauskommt, dann kaufe ich mir den auch. Also auf Deutsch jetzt, ne? Ich gucke natürlich auch Englische und Japanische. Aber jetzt auf den deutschen Markt bezogen. Wie zum Beispiel Art Nora Zero. Ist ein Top-Anime, den ich unbedingt Deutsch sehen wollte, weil das halt so ein chilliger Anime ist. Und ja, hat nur 12 Folgen halt gehabt oder so. Deswegen kann man sich nur mal auf Deutsch gemeint ansehen. Da habe ich mir so gedacht, es laggt hier alles. Warum? Ich habe einen Ultra-Ball gefunden. Wie ultra cool. Oh yeah. Da ist eine Cave. Okay. Was für eine Cave ist denn hier? Eine Ice Cave. Oh, ist das, ich habe gedacht, das ist eine Rutsch-Cave. Aber irgendwie rutschen wir nicht. Okay. Noch eine Hyper-Potion. Bin gespannt, weil die Demo hier soll angeblich nur bis zur 6. Arena führen. Also die jetzige. Es soll noch eine andere geben, die ich mir wahrscheinlich dann runterladen werde. Aber die ist noch nicht sehr weit. Da kann man noch irgendwie 2-3 Parts oder sowas weiterspielen. Dann war es das auch schon. Der geht's raus. Hier ist noch ein Pokéball. Ice Beam! Ich würde sagen, gut, dass wir noch nicht da lang gelaufen sind. Hier geht's noch weiter, oder? Wir können übers Eis laufen. Chillige Sache. Das ist merkwürdig, dass man hier über das Wasser laufen kann. Ist. What the fuck? Ich kann. Irgendwie durch alles laufen, fast in der Höhle. Jesus Glitch activated. Ich lauf. Oh mein Gott, wie bist du denn? Puffluff! Puffluff! Ist das süß? Puffluff! Oh mein Gott! Das war Petsny von Pommeluff fusioniert in eins. Oh mein Gott, das. Den Sexualakt will ich mir nicht vorstellen. Wie ein Puffluff entsteht. Anderes Thema. Oh mein Gott, ein Snuppach! Petsny hat mit einem Fampi rumgemacht. Oh mein Gott, das ist süß. Oh mein Gott, das ist nicht so effektiv. Oh mein Gott, das Ding ist Level 51. Oh mein Gott, das Ding hat Rock Slide. Oh mein fucking Gott, das Ding hat Jack Smile gewonnen. Das Ding ist ein ernstzunehmender Threat, den man nicht unterschätzen soll. Ich will ein Snowpark. Jetzt. Sofort. Das macht Damage des Todes, ey. Boah, Psychic, so stark. Pfaffruf oder Pfaffur? Pfaffur, oh mein Gott, das Ding ist hässlich. So ein Elch mit Handtuch.
Oder Decke oder sowas. Oder so eine Bergziege einfach. Was denn gerade Eisbeam? Ist stark. Ist stark auf jeden Fall, Herr Schaf. Frau Schaf. Herr Schaf. Es ist ein Herr. Mr. Schaf. Sie sind sehr stark. Oh. Aber sie sind jetzt auch tot. Das ist ebenso gut. Wie auch schön. Was kommt jetzt? Alipico? Was ist das für ein Pokémon? Das Ding hat Schier als ein Schweif und Flash Cannon. Und jetzt kommt er mit Present LP um die Ecke? Was soll das? Und der hat eine Ski. Der hat eine komplette Ski-Ausrüstung dabei. Was ist das, Leute? Was für kranke Pokémon kommen jetzt denn bitte? Das gefällt mir wieder richtig gut, ey. Das Spiel war im kurzen Moment echt so ein bisschen lame, aber jetzt gerade wieder mega gut, ey. Es läuft. Aber es laggt hart halt, ne? Revive, okay. Steht hier ein Schild. Hallo? Trin Iceberg Cave TNS. Okay, was ist hier? Kann man rüberlaufen, dann noch ein paar Astre. Ich geh erstmal in die Höhle rein, zu gucken, was da ist. Können wir mit Z auch ein bisschen durchstarten hier. Ein bisschen Turbo-Treter-Action. Das kann man ja machen. Und da ist wieder ein Fluff, Fluff, Fluff. Bla, bla, bla. Man, das ist voll doof. Egal, wir kriegen das hin. Hail stopped. Was? Warum ist Hail stopped? Das verstehe ich nicht. Hail ist doch noch an. Ich kann hier nicht rein? Really? Okay, guys. Das ist natürlich jetzt gerade wird das Spiel ein bisschen buggy. Ich glaube, wir sind kurz vor Ende der Demo. Oh. Ich glaube, wir sind beim Ende der Demo. Weil hier geht es nicht mehr weiter. Dann muss ich wohl bis zum nächsten Part das Spiel updaten, wenn ich das hinkriege. Und wir kämpfen noch gegen Dragon Tamer Kim. Vielleicht ist das so der Siegfried, der jetzt auf uns wartet, so auf dem Schneeberg. Okay, es ist kein Drachenmeister, es ist ein, ja, wie soll man das sagen, Elchmeister. Der Elchmeister, Leute, habt ihr sowas mal gesehen? Ein Elchmeister. Es ist fast wie der Waldmeister. Los, was er mit Steinen schmeißt. Und es ist Hagelt. Und dass wir Surfer einsetzen. Surfer! Eigentlich, was? Warum macht das alles keinen Damage? Was kann das für eine Typkombination sein? Pflanze, Eis? Okay, das kann echt hinkommen. Das kann sogar hinkommen. Gut, dass wir Pokémon dagegen haben, die... Flash nicht. Die ist einfach... Noch non plus ultra, aber S5-1, ey! Kauf bei C und A! Und das ist wirklich stark, Leute. Das wisst ihr alle. Und das wissen wir. Und die Flash kennen, Flash ihn nochmal. Boots! Als wäre es das letzte Mal. Und ich gucke die ganze Zeit zu meiner Borte. Und es ist ein Drachenmeister. Es ist ein Drachen-Pokémon Zero. Hättest du das mal in Betracht gezogen? Drache Eis? Ein Kyurem? Nö. Nein, nein, das ist keine Form wegen von Kyurem, Leute. Nein, 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 das kann keiner sagen. Kyurem ist episch. Ich fand Kyurem cool vom Design her. Ein Farfo, das hatten wir auch schon. Noch, ja, das hatten wir echt gerade schon. Es ist dasselbe Pokémon noch einmal. Was machen wir dagegen? Wir töten es einfach, Leute. Wir töten es einfach, weil wir es können. Das ist nämlich so cool. Icebeam, oh, überlebt das, bitte! Jawohl, ohne unseren guten S5-1A sind wir echt aufgeschmissen, habe ich das Gefühl. A little bit. Aber wir werden jetzt eh sterben durch den Schock des Eises. Weil das Eis ist böse. Und ich blätter hier gerade durch meinen Ordner. Einfach so aus Randomness. Warum auch nicht? Ein Barant. Jetzt kommt der Hagel und tötet uns, richtig? Nice! Genauso wollte ich das haben. Was macht ein Drachentrainer in seinem schlechtesten Gebiet im Eis? Muss ich nicht verstehen, Leute. Dragon Rush. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich sollte aufpassen, was ich tue. Ich habe noch Revives, ich weiß. Also Sternbase sofort nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Storm again. Vielleicht kriegen wir einen Flinch. Jawohl! Das wollte ich, meine Freunde. Genau das. Den Flinch, der mir sagt, oh, Zero, du hast fast gewonnen.
Aber ich frage mich, wo ich lang muss. Hier geht's nirgendwo weiter. Ob ich jetzt da einfach benden soll? Angeblich geht's ja noch irgendwie weiter. Aber irgendwie auch nicht. Tracton. Oh mein Gott, warum hat er jetzt so ein Ding? Das Ding ist Stahl-Elektro oder Stahldrache. Ist das Stahldrache, ehrlich? Really? Ist doch nicht Stahldrache, oder? Ich belebe mal lieber was wieder. Hier mal Full Restore reinknallen, bevor irgendwas passieren sollte. Ah, das war's. Es hat auf jeden Fall Discharge drauf. Full Restore. Hä? Warum hat er nicht funktioniert? Oh, ich bin doch ein Idiot. Das Motor war noch nicht mal am Leben. Machen wir mal ein Full Restore auf Mimichan. Dann überlegen wir uns das nochmal, okay? Speed Boost! Na geil. Ich hab kein. Vorher gerade sagen, ich hab kein Full Restore mehr. Behalten wir mal Mimichan auf hier. Weg mit der Paralyse. Iron Head. Macht das Damage? Boah, das macht echt krass viel Damage. Doppelhagel tötet uns. Oder? Boah, tatsächlich. Es würde uns töten. Ich kann aber Drain Punch machen. Drain Punch, Drain Punch, Drain Punch, Drain Punch, Drain Punch! Boah, das macht nice Damage. Das heilt uns wieder voll hoch fast, ey. Nice. Ich liebe diese Attacke Drain Punch einfach. Die ist so stark. Und da ist die Fliege wieder. Boots. Jawohl, getroffen in dein Gesicht, Fliege. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Tailand. Oh, das Ding ist böse. Glaube ich. Hoffe ich nicht. Sind wir schneller? Soll ich einen Drain Punch einfach so riskieren? Ich habe Angst. Ich heile mich erstmal hoch mit einem Hyper Potion. Um zu scouten, was er überhaupt macht. Ne? Mal schauen, was er tut. Dragon Rush. Wird das viel Damage machen? Es geht. Es ist eigentlich voll in Ordnung. Aber wie gesagt, der Hagel, der geht auf Dauer echt auf die Nüsse. Oder auf den Zwiebel. Ich würde sagen, wir machen mal einen Drain Punch. Ja, Damage ist in Ordnung. So gefällt mir das. Jetzt werden wir auf jeden Fall nicht gegamed. Und komm, bleiben im grünen Bereich gleich, wenn wir das Ding getötet haben. Mit Hilfe unseres Drain Punches. Ja. Wie viele Pokémon hat er noch? Hat er noch eins? Ich glaube, der hat gar keins mehr. Ich glaube, das war das letzte. Jawohl, geht doch, mein Freund. Du scheiß Drachen-Heini-Horst. So, was machen wir jetzt? Hier kann ich nicht lang. Standen auf dem Schild drauf. Da muss ja irgendwas drauf gestanden haben. Hm. Nee, funktioniert ja aber noch nichts, mein Freund. Ne, hier können wir noch nicht rein. Das ist halt schade, wenn man eine Demo spielt, Leute, ne? Funktioniert alles noch nicht so ganz. Hier kann man zum Beispiel durch die Objekte überall durchlaufen und ja. Ziemlich buggy, meiner Ansicht nach. Das sollte man, glaube ich, nicht können. Man kann auch hier rüberlaufen. Guck mal, was hier sonst noch ist. Hier ist noch ein Item. Icy Rock, okay. Kenne ich gar nicht, das Item. Hier geht's noch weiter. Ne, hier geht's nicht weiter. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, dann habe ich keine Ahnung. Können wir ein bisschen zurücklaufen und gucken, was da war sonst. Aber sonst sehe ich hier kein Eis. Oder irgendwo, wo wir was machen können überhaupt. Hier unten können wir vielleicht noch was machen. Genau, hier waren wir noch gar nicht. Hm. Da ist ein Pokéball. Ich laufe einfach mal weiter, um zu gucken, ob wir überhaupt was machen können hier. Hier sind auf jeden Fall ein paar Trainers. Ein paar Trainer sind hier. Was geht ab? Noch ein Ass-Trainer. Und ein Ball. Ein Carbon. Weil es macht nichts, wenn ich euch im nächsten Part, ein Part wieder anfange, der nur 2 Minuten gehen würde oder so. Deswegen gucke ich jetzt einfach hier, ob hier noch irgendwas ist. Aber es scheint hier irgendwie nur Trainerei zu geben. Und hier sieht es irgendwie aus, als ob es weitergehen könnte. Oder?
Ein Nugget. Schick McNuggets. Lecker. Die mag ich. Aber irgendwie muss ich jetzt hier erstmal den Weg finden. Zack. Whoops. Cheetups. War das richtig? Keine Ahnung. Ich hoffe. Sind wir jetzt nicht wieder hier am Anfang? Wie kommt das? Oh ne, wie kommen wir raus? Es geht hier weiter. Wenn es hier weitergehen soll. Snowbank Town. Okay. Hier waren wir vorher noch nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter von Pokémon Uranium Version. Welcher Pokémon, dann drückt den Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Part. Ciao, euer Zero Over and Out.